Ja, Max, was machst denn du da? Markus, rodeln, Schlitten fahren. Hä? Bei dem Wetter, wir zwei. Ich hab noch nicht gefrühstückt. Das geht noch nicht. Frühstücken? Ja. Wart. Butterbrezen. Einen Kaffee wollte ich eigentlich auch trinken. Kaffee? Ja. Ja, ist ja alles dabei. Freilich. Ja. Ja, dann. Ja, dann. Dann packen wir sie, zieh mich schnell um. Ja, wunderbar. Heute wird's rasant in der Freizeit. Wir sind mit dem Schlitten unterwegs, stellen einer drei besondere Rodelstrecken vor und haben die wichtigsten Tipps für die Pflege und die passende Ausrüstung. Wir fahren jetzt auf Burgstallhütten. Weil jetzt ist später Vormittag, da oben geht's sicher. Da ist immer ein bisschen kälter, das liegt zu hoch. Quasi schneesicher. Genau, schneesicher, ja. Und bei uns im Alpenvorraum, da gibt es ja Haufen Rodelbahnen. Ja. Allein im Tegernseer Tal sind es 8 Rodelbahnen. Du kannst im Internet nachschauen, wie die Schneehöhen sind bei den Rodelbahnen und welche offen sind. Da steht eigentlich alles genau drin. Genau. Und bei der Burgstallhütte steht jetzt eben drin, dass es offen ist. Ich freue mich wahnsinnig. Weil ganz ehrlich, die Schlitten, die sind uns gut gelungen. Ja, die sind gut. Meinen haben wir nämlich miteinander gebaut, der Markus Grausam und ich. Grausam in Grün-Blau mit dem besseren Start. Der 27-jährige Bayer ist Rodelbauer und hat sich selbst bestes Material gefertigt. Also ein echter Profi in Sachen Naturbahnrodeln. Er war 10-mal deutscher Meister und hat sogar erreicht, was vor ihm keiner geschafft hat. Und dann klappt's doch mit dem ersten deutschen Weltcupsieg in der Naturbahnrodelgeschichte. Ich bin überglücklich, das erste Mal auf dem Treppler stehen zu dürfen. Lang nur bin ich mitgefahren und jetzt ist endlich einmal soweit. Heute fertigt er, also nein, nicht ich, sondern der Markus, hochwertige Freizeitrodel im Ein-Mann-Betrieb. Wenn Sie wissen wollen, wie wir meinen Schlitten gebaut haben, schauen Sie einfach in die BR-Mediathek. Da gibt es auch noch mehr von uns zu entdecken und runterladen. Das ist ein Traum. Das ist gut. Sauer, sag ich. Fürs Rodeln bin ich also zum Tegernsee gefahren. Genauer nach Kreuth. Da wohnt der Markus. Und der kennt hier jeden, ja, rodelbaren Winkel. Die erste Bahn, die ich mir zeigen will, ist auch etwas für Bergwanderer. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. Das ist nicht blöd, das Schnirl, was du da hast. Weil man haut sich den Schlitten nicht so ständig hinten hin, weil das ja so kurz ist und man hat die Hände frei. Die hat die Hände frei, beide, ja. Selber gemacht, oder wie? Das Seil, das habe ich selber gemacht. Expander, dass es ein bisschen federt, dass man nicht bei jedem Schritt den Ruck hat. Aha. Dann habe ich mir einfallen lassen und geht einwandfrei. Weißt du was? Du musst das gleich machen. Mach mal sofort, freilich. Sonst habe ich keine Fersen mehr, wenn ich oben ankomme. Und so? Ja, da unten so. Durch. Und dann durch. Einfach drüber schieben. Und schon ist fertig. Und schon ist fertig. Das ist fast ein bisschen einfach. Jetzt hast du die Hände auch frei. Ja, und kein Brezen mehr. Ist aber auch ein schönes Stück drauf. Ich gehe da gern rauf, ja, weil es halt auch nicht so überlaufen ist. Aha. Auch für Kinder ist es schön zum Fahren, ja, weil es nicht gar so steil ist. Gibt es denn sowas wie Rodelbahnkriterien, wo ich sagen kann, das ist eine? Ja, also grundsätzlich kannst du ja auf jeder Forststraße fahren. Ja. Aber die offiziellen Rodelbahnen, die sind halt dann doch präpariert, so wie jetzt bei der Rodelbahn, die ist ein bisschen gewalzt. Aha. Und da haben wir meistens bessere Bedingungen. Die Bäume, die haben auch ein bisschen mehr Abstand oft zur Rodelbahn, ja, dass halt da wirklich keiner rausfahren kann gegen einen Baum.
Ja, und es ist ja doch so, eine Forststraße ist eine Forststraße. Erst einmal, da kann ja jemand mit dem Auto runterkommen. Bei uns im Tegernseer Tal wird das oft so gemacht, dass man vormittags mit dem Auto fahren darf und nachmittags darf kein Auto mehr fahren. Also wir sind sicher auf jeden Fall. Wir sind halt sicher, ja. Es ist halt ein bisschen weit zum Aufverlaufen. Gute 2 Stunden ist man schon unterwegs. 2 Stunden? Ja. Also mir auch, oder wie? Ja, mir auch. Aber wenn wir ja dann 2 Stunden aufgehen, dann können wir ja auch umso länger runterfahren, oder? Können wir ja lang runterfahren, ja. Das ist unser Vorteil. Machen wir. Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Als nur wenn ich mit den Eltern zum Schwimmfahren aufgegangen bin, da waren die, glaube ich, nicht präpariert. Das machen jetzt die Wirte. In dem Fall macht es auch der Wirt. Da muss er gute Bratwürste haben. Das macht er selber. Selber? Ja. Schau, da ist er, der Reini. Reini Havidieri. Servus, grüß euch. Grüß dich. Du, der Wirt? Ja, grüß dich, jawohl. Du hast die schöne Strecke gemacht, hä? Ja. Fundig. Jeden Tag. Jeden Tag fährst du, oder wie? Jawohl. Und Bratwürste machst du auch, oder wie? Ja. Was für welche nicht? Fränkische. Ich habe im fränkischen Metzger gelernt und das setzen wir da herum. Das habe ich mir auch ein bisschen verdient, ehrlich gesagt. Also ja, mir quasi. Und wie geht der Nachspeis, meine ich jetzt? Ja, das macht Petra. Petra hat immer fleißig Kuchen gebacken. Einen Käsekuchen hat sie gemacht und dann einen Kirschstreiselkuchen. Manchmal 4 verschiedene. Gut, das wird lange, glaube ich, für uns, oder? Ja, ja, für euch, glaube ich, schon. Ich, glaub schon. Auch, ja. Ich komme gleich. Jawohl. Aber lass dir nicht zu viel Zeit, gell? Ja, ist klar. Also dann einen Kurden, lass dir schmecken. Ich meine, das war's. Na ja, aber gut. Aha. Wie viele Kilometer fahren wir runter? So 5 Kilometer ist die lang. 5? Gibt schlechtere Tage. Ja. Mit dem Kraut fahren wir schneller dann. Ja. Und mit dem Gewicht von Petras Kuchen im Bauch auch. Allein für den hat sich das Aufstehen heute schon gelohnt. Ein Stückel wäre noch gegangen, aber der Markus, ja, ich mein, der wollte heute schon wieder runter, gell? Und, weißt du noch, wie das Lenken geht? Lenken? Schalle. Gut. Gut, das brauchen wir da. Ja, ja, genau. Markus! Ich hab's nicht ganz geschafft. Ich hab gemeint, du weißt das noch. Aber warte, dann sag ich's dir gleich nochmal. Bei so engen Kurven, ja, da musst du einfach ein bisschen kräftiger anziehen. Weißt du, die Kufen, die gängen vorn zusammen. Ja. Und wenn du jetzt die Außenkufe, die was so den Bogen hat, reindruckst, dann fährt der Rodel auch die Kurven. Also außen fest dagegen drücken und die Innenkufe, die hebt man an. Das habe ich nicht gemacht. Weil ich habe gedruckt wie ein Weltmeister, ja, aber ich habe nicht angezogen. Anziehen und ein bisschen einlegen in Kurven. Ach, richtig reinlegen auch noch? Ja. Und Hand raus, oder wie? Kannst du also, aussehen, ja, dass es spektakulär ausschaut, wenn genau, ich ja, die Kurven umfasse. Deswegen brauchst du manchmal so Lederhandschuhe. Lederhandschuhe? Die Lederhandschuhe, die halten das besser aus, wenn du den Schnee einlangst. Ja. Hast du noch Fragen zur Technik, irgendwas? Wie bremst man? So richtig fest bremsen. Bremsen halt. Fährst seitlich runter, ja, fest eindrucken, ja, in lockeren Schnee. Und wenn es mal eisig ist, ja, oder fester Schnee ist, ziehst du ihn einfach ein bisschen hoch. Ach so. Ja,
Was nicht verkehrt ist, ein Brünn. Ja. Weil, wenn du da mal den Fuß runter tust. Blindflug. Blindflug, ja, absolut. Deswegen? Ja. Gerade bei den Geschwindigkeiten bei uns von über 200 Stundenkilometer. Das nächste Mal nehme ich ein Brünn mit, dann schnupfe ich dich, verstehst? Ja. Das ist klar Spezi, oder? Sportliche Rodelbahn nehmen. Aber erst lassen wir noch ein bisschen Zeit vergehen. Na ja. Ich habe jetzt eh keine Zeit mehr. Weißt du, ein bisschen eine schneidigere, weißt, wo ich mir ein bisschen mein Potenzial ausschöpfen kann? Hallo, servus, grüß dich, Max. Servus, Marion, der Markus ist nicht da. Oh, du, der ist im Stress. Der hat keine Zeit. Hat keine Zeit. Nein, hilft nichts, muss Max. Arbeiten. Gut, dann. Also, für dich. Dankeschön, für dich, servus. Geht nicht. Komm einer. Nein, das geht wirklich nicht. Geht gar nicht, gell? Nein, geht leider nicht. Aber wenn du schon da bist, dann können wir vielleicht dein Rodel mal ein bisschen schneller machen. Schneller machen? Ja. Das war, weil ich habe jetzt ja, eine Brünn. Die brauchst du. Ja, die brauche ich dann. Da werden wir jetzt ein bisschen schleifen und einwachsen. Anfangen werden wir mit dem Schleifpapier. Ja. 80er Körnung. Das nimmt die groben Scharten zumindest weg. Die Kratzer, die du da drin hast, da hast du schon ein paar Steine erwischt. Klar, ich bin ja ein wilder Hund. Ja. Kann ich das auch machen, wenn ich so ein bisschen einen Flugrost drauf habe? Ja, genau. Wenn es wirklich weiter fehlt, dass grobe Kratzer drin sind, dann muss ich es mit der Maschine schleifen. Dann bringst du ihn einfach wieder vorbei. Jetzt ist er ein bisschen schärfer. Ja, Wahnsinn. Weil wenn es eisig ist, dann muss es schon ein bisschen scharf sein. Dann nehmen wir als nächstes so ein Vlies, die 80er Körnung, die macht das eher ein bisschen rau. Und jetzt ziehe ich es ab. Jetzt werden wir es noch mal ein bisschen polieren. Mhm. Das ist natürlich schon pfundig, wenn man seinen Schlitten selber so herrichten kann wieder. Ja, das mache ich dann auch alle paar Wochen oder paar Monate einmal. Also schon öfters im Winter. Und dann werden wir einfach schneller. Dann macht es Rodeln noch mehr Spaß. Geht ja um was, gell? Schließlich. Jetzt werden wir noch wachsen. Dann wird er noch schneller. Das ist ein normales Skiwachs. Und das ist sowieso ein rostfreier Stahl, den du, was du drauf hast. Da brauchst du auch nicht so oft einwachsen. Also das gelangt alle 3 Wochen, alle 4 Wochen einmal. Sauber gewachst ist halb gewonnen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ein paar Minuten muss das trocknen und dann wird es abpoliert. Dann nehmen wir dann einen alten Damenstrumpf her, der geht am besten. Der nimmt das Wachs wieder gut auf. Das geht besser als irgendein Lumpen. Wahnsinn, hä? Wie das glänzt. Ja, schaut's gut aus. Gut, dann. Gefällt. Ja. Und zur richtigen Lagerung stellst du ihn am besten einfach gerade hin. Du hast ihn daheim nicht einfach so schräg irgendwo hinstellen, weil dann verzerrt er sich. Immer gerade so. Gerade hinstellen, trocken wischen. Aber das machst du in der Regel eh, wenn du ihn ins Auto rein tust. Also dann, viel Spaß. Danke. Viel Spaß. Ja, und jetzt, das Wetter ist doch eigentlich ganz schön zum Rodeln, hä? Gut, dass vom Markus nur ein paar Minuten sind zur wohl längsten Naturrodelbahn Deutschlands. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town. Ja, mei. Allein ist halt ein bisschen langweilig, gell? Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she. How are you, dearie? Servus, grüß dich. Auch nicht schlecht. Sau gut. Sau gut? Sau gut. Schaut anders aus als meiner, würde ich sagen. Ja, das ist ein Tiefschneerodel.
Ein Tiefschneerodel? Ja. Aber den sieht man auch nicht so oft, oder? Nein, den kann man eigentlich nicht oft sehen, weil ich bin der Einzige, der einen Tiefschneerodel fährt. Ich habe das Ding im Prinzip erfunden. Na? Ja, geh. Und weißt, mit dem Rodel, da kann ich hier überall runterrodeln. Da kannst du mit dem im Tiefschnee fahren, in alle Schneearten, und dann die Buckel kannst du umfahren. Du kannst ihn bremsen und Kurven fahren. Das ist genauso lustig wie Skitouren oder Snowboardtouren. Und das sind jetzt halt, ich mache Schlittertouren, Rodeltouren. Das ist nicht verkehrt, das ist nicht verkehrt. Und wie schwer? 8 Kilo Carbon. Das geht. Glaub ich. Ja, ich wollte natürlich dann auch noch gleich wissen, ob den jeder fahren kann, also jemand wie ich. Also, ich sag mal so, wenn einer sportlich ist, dann hat er einigermaßen Kondition, dann kann er das relativ schnell. Ja, also wenn man da so alles trifft über dem Tegernseer Tal, Dieter Blessing ist 69 Jahre und Erfinder des Snowbreakers, einem Schlitten extra für den Tiefschnee. Ich mein, draufkommen als Schneeschuhwanderer. Ich bin ja ständig in den Bergen und ich bin Skitourengänger. Ach so, ja. Und da waren wir da unterwegs und ich habe gesehen, wie eine Gruppe von Schneeschuhgängern den Berg runterläuft. Einen schneebedeckten Berg runterzulaufen, das geht nicht. Und da kam irgendwie, ich habe ja keine Ahnung von Schlitten, absolut keine. Und da kam mir diese Idee, Mensch, jetzt schaust mal, dass du einen Schlitten baust, mit dem wir im freien Gelände runterfahren kannst. So nach mehreren Fahrten und Ideen ist das rausgekommen. Also es schaut sehr professionell aus, muss ich sagen. Mit Patent, mit allem drum und dran. Da waren wir nach der Erfindung so euphorisch. Da habe ich gesagt, Patent anmelden, das hat noch nie irgendjemand gemacht auf der Welt. Einen Schlitten mit dieser Bremse. Eingereicht München, Europäisches Patentamt. Nach mehreren Wochen kam das Ergebnis, diese Bremse in der Art hat schon irgendjemand entwickelt, und zwar 1913 im Deutschen Kaiserreich in Heidelberg. Und dadurch hat irgendjemand in der Welt schon mal die Idee gehabt. Aber ist er gefahren auch damit? Nein, der hat nur diese Idee gehabt. Ich bin der Einzige, der diesen Schlitten mit dieser Bremse, mit dieser Idee baut. Und zwar ist mein grundsätzlich, das ist meine Erfindung. Diese Bremse, die ermöglicht mit Schlitten eine völlig neue Anwendung im freien Gelände. Die Füße sind immer in den Bremsschalen. Das ist die Sicherheit. Ach so. Und dann, wenn du einen Steilhang abfährst und du willst mal wirklich richtig bremsen, dann drückst du die Bremsschalen durch und dann bremst er zuverlässig. Und wenn ich nur eine Seite bremst, dann fahrt er halt um Kurven rum? Dann fährt er um die Kurve rum, ja. Um im Tiefschnee zu fahren, brauchst du im Prinzip eine breite Auflagefläche. Ja, ehrlich? Das sind die sogenannten Schlittenboards. Dann hast du hier eine Kufe aus Aluminium. Das ist die Führung hier im Tiefschnee. Dadurch gibt es keine Hindernisse. Du kannst im Prinzip alles fahren. Von Tiefschnee, Powder bis Harschschnee, bis auf dem Waldweg, Rodelbahnen, alles geht. Alles geht? Ja. Die haben hier schon gezackten Edelstahl, dass du diesen Schlitten auch hier auf der eisten Rodelbahn bremsen kannst. Also mit dem war ich schon auf dem 4000er in der Schweiz. Das geht auch. Aber ich muss natürlich trotzdem schauen, Lawinengefahr? Derjenige, der dieses Gerät benutzt, der muss Kenntnisse haben, alpine Grundkenntnisse und Lawinenkenntnisse, das Wetter einschätzen können, eine richtige Planung machen für seine Tour und so weiter. Magst du mal probieren? Ja. Beim Draufsitzen auf dem Schlitten ist wichtig, dass man nicht auf die Boards tritt, weil die Boards sind relativ dünn gebaut. Beide Beine in die Bremse. Das ist die Supportbremse. Das ist wie ein Zügel beim Reiten. Wenn man hier dieses Zugseil hat, kann man mit dem ganzen Körpergewicht die Bremsennase betätigen. Das Rote sind die Haltenrohre. Wenn wir jetzt hier runterfahren, dann befestigen wir das Zugseil am Rucksack. Weil wenn wir einen Sturz machen, dass dann der Schlitten nicht hier den Berg runterrast von alleine. Und wichtig ist, und das, was man einfach lernen muss, dass man sich auf dem Schlitten bewegt. Also man muss arbeiten. Man muss arbeiten. Ja.
Und man darf das Atmen nicht vergessen, weil das merkt der Schlitten sofort. Das merkt der Schlitten, ob man relaxed ist oder nicht. Ah ja, wie ein Pferdl halt auch, gell? Ja, genau. Also die Kunst ist einfach Steilheit und Gelände angepasst, sich auf dem Schlitten zu bewegen. Zu schnell, Max. Bremsen. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door, you leave the world. Ist schon. Muss man schon arbeiten. Ein bisschen arbeiten muss man. Aber. Fundig. Und mit dem Schlitten, wie kommt der jetzt wieder? Stimmt, ja, den muss ich ja. Den muss ich ja wieder aufbringen. Gut, dass ich Schneeschuhe auch hab. Ich komm wieder rauf! Ja, das machst du, Schmidt. Also, die Rodelbahn Walbeck ist das eine, aber mit dem Tiefschneeschlitten abseits der Bahn, da verlängert sich die Rodelsaison bis in den Mai. Zipfelbub. Nachtrodeln. Jetzt gleich, oder? Ja, freilich, jetzt. Ja gut, jetzt ziehen wir schnell um. Ja, so machen wir's. Ich komm gleich. Ja, wunderbar. So, ja, dann kann ich ja schon. Genau, zum Glück hat der Markus endlich Feierabend. Also sind wir rübergefahren zum Spitzingsattel. Da gibt's nicht nur eine Nachtrodelbahn, die bis März aufhat, sondern auch Schlitten, die man oben auf der Alm ausleihen kann. Und weil mein Sportrodel ja gerade erst seinen Boxenstopp hinter sich hat, wird's sicher rasant. I wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. On another love, all my tears have been used up. On another love. Nachtrodel ist für mich total Kindheit. Großartige Erinnerung. Ja, ja. Mit den Eltern auf, also lang aufbleiben. Ja. Und auf der Hütte oben dann noch ein Kaiserschmarrn Süßigkeiten ist. Sensation. Ja. Immer schön. Ja. Und ein großer Vorteil vom Nachtrodeln ist, dass es auf Nacht ein bisschen kälter ist. Wenn es tagsüber antaut und eher matschig ist manchmal, ja. Auf Nacht ist es gut. Wie lang? 2-3 Kilometer. Bist du als Kind auch auf der runtergefahren? Nein, als Kind nicht, aber mit meinen Kindern. Mit deinen? Ja, genau. Die geht mehr oder weniger geradeaus mit ein paar leichte Kurven. Ja. Man muss schon aufpassen, dass man seitlich nicht irgendwo runterfährt. Aber das können Kinder leicht fahren. Jetzt, wenn es nur oben einen Kaiserschmarrn gibt, dann bist du guter. Obere Fürstern. Und das Schöne ist, jeden Tag beleuchtet, gut präpariert, den ganzen Winter lang. Jeden Tag? Jeden Tag. Sind ein paar da? Ja, verschiedene Modelle. Günstige Plastikbob, ja. Die was gerne mal kaputt gehen. Sind zwar oft auch zum Lenken mit Lenkradl. Ja, und mit Bremsen und so weiter. Ja, aber meistens halten die nicht so lang. Ja, das kenne ich ja. Da sind die Mini-Bob, die Zipfelbob schon besser. Kann man auch ein bisschen lenken und kann man auch bei wenig Schnee fahren. Weil es nicht so eisig ist, gell? Ja, genau. Und dann gibt es die mit den Händel. Das ist der Davoser Schlitten. Der lässt sich halt nicht lenken, ist günstig. Ja. Wenn du trotzdem um Kurven rummachst, dann musst du immer einen Fuß runter da und bremsen. Also bist du eher langsam gemütlich unterwegs.
Nein, dafür sei günstig. Ja. Was darfst du nimmer, wenn du jetzt nicht so einen Kafferkunst machst? Den Mini-Bob vielleicht. Den Zipfelbob. Den Zipfelbob, ja. Das ist so ein Allrounder. Ja, genau. Da bin ich als Kind schon damit gefahren, hat Spaß gemacht. Und den gibt es heute immer noch. Gut. Apropos geben, schauen wir nicht. Das wird ein bisschen eisig drunter. Ja, schon. Ja. Aber das ist ja, ist das schlimm soweit? Ja, bremsen sollte man schon können. Ich hab da was. Bremsgrödel. Bremsgrödel? Ja. Ach so. Das Spikes, die kannst du da unten machen. Die kann ich so kaufen, oder wie? Die baue ich selber. Weil geben tut's da nichts. Die normalen Grödel, die was so in die Sparkgeschäfte gibt, die halten das nicht aus. Die reißt's alle weg. Grund bist du schon irgendwie, gell? Viele Jahre habe ich mich geärgert, bis ich irgendwann selber mal was entwickelt habe. Ich hab gewonnen. Ja, du warst jetzt ein bisschen schneller. wegen der Brille. Wegen der Brille. So ist's. Rivage. Rivage? Ja. Rivage. Aber mit Kaiserschmarrn. Ja. Das ist großartig. Ja, super. Das ist großartig. Ah. Ah, jetzt ist das Fenster. Ich glaube, der kommt heute nicht mehr. Ha? Nein. Ich bin schon bereit. Sehen wir uns, passt schon lang. Ja. Kleider. Schon, wo wir hinfahren. Wo fahren wir hin? Sag ich nicht.